Locked and loaded, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play DayZ. Und ich bin froh, es hat ein bisschen gedauert, bis wieder neue Folgen kommen. Tut mir leid, aber es geht weiter. Und das Ganze hat auch einen Grund, dass jetzt erst wieder neue Folgen kommen, denn es wurde ein Update veröffentlicht. Und ich kann ja mal kurz zeigen, das Animationssystem hat sich nämlich ein bisschen geändert. Ihr seht, und es hört sich auch anders an, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel rumrollt. Es sieht nicht mehr ganz so bescheuert aus wie vorher. Dann haben wir jetzt das in der Hocke. Laufen und Rennen, das sieht natürlich auch wieder ein bisschen geiler aus jetzt, muss ich sagen. Aber auch das Laufen hat sich ein bisschen geändert. Das zeige ich euch nochmal von vorne. Naja, halb vorne. Es hat sich ein bisschen geändert. Ob das jetzt Auswirkungen auf die Sprintlänge hat, also wie lange wir wirklich sprinten können, habe ich noch nicht ausgetestet. Das will ich jetzt mal rausfinden mit euch. Und ansonsten gibt es ja auch noch Neuerungen zum Loot-System. Denn man hat sich jetzt dazu entschlossen, das Loot in Regionen einzuteilen, so wie ich das mitbekommen habe. Die Geräusche sind jetzt wesentlich geiler, die ihr über das ganze Spiel verteilt hört. Sprich die Vögel. Die fliegen dann mal über euch weg. Das hört ihr vom rechten aufs linke Ohr, ihr wisst ja schon. Allgemein das Spiel, ob es jetzt schöner aussieht, das will ich noch gar nicht mal so sagen. Weil ich glaube nicht, dass jetzt schon DirectX 11 Kompatibilität vorhanden ist. Ich denke mal, das kommt ja alles erst mit 0.6. Welches ja natürlich immer noch nicht da ist. Da warten wir noch alle drauf. So, I want to eat something, das können wir natürlich machen. Ihr seht auch, das sieht alles ein bisschen anders aus jetzt, ne? Das hat sich auch so ein bisschen geändert, habe ich so das Gefühl. Ob es jetzt stimmt, weiß ich leider nicht, aber ich glaube schon. Ich meine, ich habe jetzt schon länger nicht gespielt, sind jetzt schon 2 Wochen bestimmt vergangen. Aber es sieht stark danach aus, als würde das anders aussehen. Das ist gutes Deutsch. Es sieht danach aus, als würde es anders aussehen. Ja, das ist doch, das kann man so sagen sogar. Das ist doch, ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, mal Spaß um die Ecke jetzt. Wie war das hier? Erstmal wieder reinkommen. So, zu den Folgen. Ich habe ja so ein paar Tipps bekommen. Einerseits, ich habe ja gesagt, ich werde nicht cutten oder ähnliches. Meine Folgen. Der Aussage, sag ich mal, bleibe ich auch treu. Ich werde die Folgen nicht cutten. Das heißt, wenn ich irgendwo hinlaufe, laufe ich irgendwo hin. Allerdings werde ich gezielter jetzt auf Spieler hinzugehen. Das heißt, wenn ich irgendwo Spieler sehe oder Schüsse höre, will ich da auch hin. Weil wir haben ja immerhin eine Waffe. Wie man hört. So, ich hoffe jetzt nicht, dass hier einer in der Nähe ist. Ich glaube aber, der Server ist sowieso relativ leer gerade. Weil ich zu einer Zeit aufnehme, die, naja, wie soll ich sagen, die, naja, so ist das noch kaum einer, spielt halt, ist ja klar, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ist auch nicht weiter schlimm, weil dieses Video soll jetzt erstmal so als kleines Infovideo dienen. Klein, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie lange das gehen wird, deswegen, ja. Für mich ist halt noch immer wichtig, dass ich jetzt erstmal was finde, womit ich mein Blut wieder auffüllen kann. Das heißt, ein bisschen Blut, ein Blutbag brauche ich. Ja. Und ich will ja immer noch, mein Ziel ist immer noch Elektro. Da will ich immer noch hin, denn da sind ja wohl offensichtlich die Spieler. Denn, ja, wie ich von mehreren mittlerweile gehört habe, macht sich echt keiner mehr die Mühe, ans Airfield zu gehen. Sondern die looten sich das alles bei den Newbies, also den Bambis, wie auch immer man will, bei den Anfängern wieder zusammen, obwohl man da eigentlich nichts zu looten hat, meistens. Wir sind jetzt hier übrigens wieder bei Devil's Castle, sehe ich gerade. Ist natürlich geil, das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit vom Airfield entfernt. Nicht mehr so weit, also, das heißt nicht mehr so weit, ja. Wir sind nicht weit gekommen. Achso, was ich noch zeigen wollte, das Springen. Gut, das geht jetzt
Ja, es geht auf jeden Fall flüssiger, wenn man irgendwo rüberklettert. Das kann ich zeigen, wenn wir rennen. Das sieht deutlich angenehmer aus. Die Soundbugs sind immer noch drin. Also so mal irgendwo gegenläuft. Also wenn man irgendwo gegenläuft gegen irgendein Fass, so hört sich das mal an. Ob die Zombie-Sounds noch drin sind, weiß ich nicht. Aber der Soundbug ist auf jeden Fall auch noch drin. Und ja. Also so richtig flüssig läuft das Spiel immer noch nicht. Leider. Ich kann jetzt mal hier ein bisschen bei Devil's Castle gucken. Und was ich noch sagen wollte, ich hänge zwar sehr an dem Charakter hier, aber ich werde jetzt nicht sagen, ich will ihn um alles beschützen. Also, ich möchte schon jetzt ins Gefecht gehen, weil ansonsten macht das Spiel auch wenig Sinn, muss ich sagen. Man soll es ja schon so spielen, wie man spielen soll. Ja. Merkst du selber. Nein, ihr wisst, was ich meine. Das Spiel ist halt abgezielt auf dieses PvP teilweise leider. Das heißt leider. Eigentlich war es ja ein. Müsste man ja gegen Zombies spielen, aber das PvP hat ja dann doch zu hohen Stellenwert. Man muss halt kämpfen, um zu überleben. Und das machen wir mal. Ab sofort. Da liegt was. Da liegt was. Was haben wir denn hier? Oh, den können wir natürlich wieder nicht aufheben. Nee. Das ist echt scheiße. Die findest du so selten. Und wenn man sie findet, dann freut man sich und dann sind sie verbuggt. Das ist extrem geil. Oh, hat jemand einen Rucksack verloren? Ja, Rucksack verloren nicht, aber der ist zu klein, den will ich nicht. Wow. Okay, da schalten wir mal lieber in die Perspektive. So. Also wie gesagt, ich gehe jetzt mehr aufs PvP ein, damit die Folgen noch etwas spannender sind. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Hockeyschläger, ne? Old Hockey Stick und... Ja, toll. Also nichts unbedingt, was wir brauchen. Der Blick hier ist schon schön. Wenn es nicht alles so schwarz-weiß wäre. Es tut mir echt leid. Ah, naja, wir werden das auch wieder in den Griff kriegen. Ansonsten sterben wir einfach. Ich habe auch überlegt, dass ich komplett neu anfange, aber dafür ist mir die Sachen dann wirklich zu schade, um freiwillig neu anzufangen. Weil das hat schon. Die gute Dame hat ja schon so ein paar Spielstunden auf dem Buckel hier. Und dann die Waffen einfach weggeben? Nein, das will ich nicht. So, jetzt wollen wir aber weiter. Okay. So. Ja, es läuft so ein bisschen flüssiger, muss man schon zugeben, aber noch nicht so sehr. Aber ich freue mich echt auf DirectX 11. Damit das Spiel dann endlich mal flüssiger laufen kann. Ich werde mir wahrscheinlich so oder so einen neuen PC holen müssen. Weil mein Prozessor ist jetzt nicht gerade der, ist AMD. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Und Grafikkarte, ja gut, es ist immerhin eine 750 noch, aber das heißt, sie kann eigentlich noch so ziemlich alles mitmachen. Nur halt nicht mehr so schön. Also ich habe auch kein Problem damit, The Division zu spielen. Das läuft auch. Nur wenn ich es dann aufnehmen will oder so, das funktioniert dann nicht mehr so, weil dann macht mein Prozessor wieder schlapp. Aber von der Grafik her funktioniert das. Also die ist nicht das Problem. Aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Denn wir spielen ja so ein bisschen DayZ hier mal wieder. Und ja. I need a drink, ja. Das freut mich. Ich hätte auch gern einen Drink. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt, aber für mich war das schon sehr gruselig gerade. Alter, als ob hier jemand wäre. Aber ich glaube, der Server ist komplett leer. Ich weiß es nicht. Ich joine einfach auf den gleichen Server wie immer. Und um diese Zeit ist eigentlich selten jemand online. Es ist, ja, seht ihr, leider bin ich gerade alleine. Ist aber auch nicht so schlecht, weil dann können wir ungestört erstmal dahin, wo ich überhaupt hin will. Und wenn wir dann da sind, vielleicht sind dann ja auch die ersten Spieler da. Müsste eigentlich sogar von der Zeit dann soweit sein, weil das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da sind.
Es ist halt keine Spielerzeit um diese jetzt, weil die meisten, die Hardcore-Gamer, die, sag ich mal, nicht arbeiten oder nicht zur Schule müssen oder so, die schlafen noch. Die anderen, die arbeiten und zur Schule gehen, sind halt dort. Und ich habe halt Urlaub. Von daher passt das ganz gut gerade. Aber ja, ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause, also ein Folgenpäuschen. Ich renne ein bisschen weiter in der Zwischenzeit und sofern ich was Interessantes gefunden habe oder ich einfach mal wieder aufnehmen möchte, nein, also sobald ich in der nächsten Stadt bin oder beim nächsten Spot bin, werde ich euch wieder zuholen. Und das seht ihr dann übermorgen bei einer neuen Folge DayZ. Ich hoffe, das kleine Infovideo hat euch so ein bisschen gefallen und euch gefällt, wie ich hier rangehen will. Wenn nicht oder wenn ihr andere Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin für jede Anregung offen. Nicht für jede Erregung offen, aber für jede Anregung. Und ja, haut rein, liebe Freunde. Wir sehen uns übermorgen. Bis dahin. Ciao!